Würde ich ja nicht drauf wetten. Huch. Der hat doch die Klamotten aufgehoben. Wo sind denn die alle? Spitzenunterwäsche. Für Männer. Kann er behalten. Da sagt man einmal die Wahrheit. Wo sind denn die Sachen jetzt alle hin? Die lagen doch da gerade noch alle. Freunde. Eieieiei. So, speichern. Die lagen doch da gerade noch alle. Und jetzt müssen wir hier wieder lang. Glaube ich. Das muss schneller gehen. Ich brauche diese Codes. Ja, Herr Amtmann. Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Wenn es nach Ulysses ginge, würden wir hier alle auf Deponia verenden. Ja, Herr Amtmann. Gibt es Probleme, Argus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais. Das ist jetzt unwichtig. Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Porta Fisco aufbrechen. Sofort! Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Ihr habt den Mann gehört. Auf! Wie praktisch für uns. Das ist meine Chance. So, da was hat der Ableseautomat? Das Gerät ist Kletis wie aus dem Gesicht geschnitten. Können wir den benutzen? Keine Zeit. Sie könnten jeden Moment zurück sein. Na gut, können wir die Datasette entnehmen? Und können wir stattdessen das Backup vielleicht da hinterlassen? Keine Zeit. Sie könnten jeden Moment zurück sein. Aber dann schöpfen die doch keinen Verdacht. Mann, du Eumel. Schnell zurück. Nein, hier lang. Geht's da lang? Nee, Ableseautomat, nein. Nein! Na, überrascht? Du dachtest wohl schon, du hättest es geschafft. Das Glück ist mit den Gerechten und so. Tja, falsch gedacht, mein Freund. Es ist fast schon tragisch. Einmal im Leben entscheidest du dich, das Richtige zu tun, und schon kostet es dich alles. Deinen großen Traum, die Liebe deines Lebens, deinen Heimatplaneten. Tja, ich würde dich ja jetzt gerne bedauern, aber das Hochboot ist in Betrieb. Die Aufstiegscodes sind eingegeben. Ich will Elysium einfach nicht länger warten lassen. Immerhin erwarten die einen Bericht von mir. Ich hätte auch bereits aufbrechen können. Aber was soll ich sagen? Mein schlimmer Rücken. Ich will einfach nicht alleine rudern. Also, gib mir die Backup-Datasette. Goals Erinnerungen an euren Fehlstart dürften noch im Kurzzeitspeicher liegen. Die sind schnell gelöscht. Gib sie mir. Das könnte dir so passen. Was ist hier los? Der Organon. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube, hier ist eine kleine Entschuldigung fällig. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Rufus die Backup-Datasette aushändigt, werde ich unseren Plan wie besprochen durchführen. Jetzt mehr denn je. Du hast den Mann gehört, Rufus. Gib ihm die Datasette. Nein! Komm schon, Rufus. Sei vernünftig. Ich werde ohnehin nach Elysium gehen. Du kannst daran nichts mehr ändern. Wenn du mir die Daten jetzt gibst, kannst du wenigstens noch Goal retten. Also, haben wir eine Abmachung? Wir können doch über alles reden. Und warum sollte ich dir zuhören? Ich will nur die Datasette, weiter nichts. Niemals! Tja, dann muss ich wohl selbst rudern. Schade. Aber ich hätte mir eigentlich denken können, dass dein Stolz wichtiger ist als Goals Leben. Ich wette, du hast schon eine tolle Lügengeschichte parat, wenn sie aufwacht. Und merkt, dass du ja ein Erste-Reihe-Ticket für den Weltuntergang besorgt hast. Warte noch! Verschwende nicht meine Zeit. Gib mir die Datasette oder lass es bleiben. Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Und ich wette, Goal wäre dir auch sehr dankbar. Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Ha?
Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Ich hasse diesen Typ. Cletus? Was ist passiert? Eine Menge. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren, richtig? Wir sind auf Deponia, aber unsere Mission ist beendet. Habe ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen. Darum kannst du dich auch an nichts erinnern. Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja, nichts. Nun komm, lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja, lass uns gehen. Oh Mann. Tja, das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Der Weg nach Kuvak ist weit und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla. Nein! Macht's gut, ihr Trottel. Oh, nö. Schnapp diesen Verräter. Erschießt ihn. Na, mein Freund. Hast du was verloren? Die Datasette. Bravo, Herr Oberkontrollrat. Was, wie, wo? Lalala, wir untersprechen die spannende Sendung, um mal ganz kurz zwischenzuspeichern, bevor ich mir hier die Hose mache vor Aufregung. Und gleich geht's weiter im Programm. Schieß ein, du sitzt in der Falle. Niemals, auch wenn ihr nicht schießt. Was für eine miserable Beinstellung. Au! Au! He! So, es reicht. Hoch die Fäuste. Au! Nicht ganz so hoch. So, es reicht. Hoch die Fäuste. Ach. Nicht ganz so hoch. Nicht dahin. So, Geländer drüber, schnell. Griffe. Ich muss weg. Halt, stopp. Juhuhu. Was tust du? Oh. Hallo? Au! Schmerzen! Na, so schnell wieder zurück? Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt. Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. Rückgrat gebrochen, Nadel im Auge, die Liebe meines Lebens an einen Schnösel verloren, meine Passage nach Elysium. Ach komm. Oh, Schuh verloren. Das ist mir ein bisschen zu hardcore, ein bisschen zu dramatisch. Und nun? Rufus war alleine. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Passt rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Deponia jetzt gerettet?
das liegt nicht mehr in meiner Hand. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Hussa und so, der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Deponia ist jetzt zu Ende. Eventuell. Hallo, mein alter Freund Jan Müller-Michaelis, der hier wieder die Spielidee hatte und den Creative Lead und Carsten Fichtelmann, der ausführende Produzent und Tom Kersten war dabei, Joachim Nitschke, Alexander Schack, Daniel Schäfer, Jan Müller-Michaelis kommt hier noch zweimal, Alexander Kraus überholt fast auf der Überholspur, Sebastian Schmidt ist auch kurz davor, Alexander Kraus, schon wieder Jan Müller-Michaelis, Ulf Müller, Simon Nguyen, Claudia Pötzsche, Sebastian Schmidt, Kevin Menz und der Jan Müller schon wieder, Stefan Köhler, Simon Nguyen war auch schon mal dabei, Patrick Gehring, Torben Kohler, Alexander Kraus, hallo, ich grüße dich, Ulf Müller, Kevin Niederels, Sebastian Osthof, Claudia Pötzsche, Sebastian Schmidt, Eduard Wolf, Katrin Kurzbach, Philipp Masek, Eduard Wolf, du alter Ganove, bist schon zum dritten Mal dabei, Muri Kemmerda, Joachim Nitschke, Nikita Seretkin, Hallöchen, Alexander Hartmann, David Stoffel, Thomas Dippke hat an der Engine programmiert, der Installer kommt von Daniel Marx, Nick Prüß, Eduard Wolf, Artdirektor Simone Kessertunner, der hat auch Charakterdesign gemacht, Jan Müller-Michaelis hat hier irgendwie alles gemacht, Michael Benrath, Background Artist und Jan Philipp Dombrowski, Stefanie Gänzwürger, Entschuldigung, Malte Burup, Muri, Simon Kessertunner, ich komme nicht mehr hinterher, es tut mir leid, Rino Pelli, hallo Rino Pelli, da bist du ja zweimal, Marco Hüllen und Rino Penny ein drittes Mal, ist ja unfassbar, der Typ taucht überall auf. Rebecca Bertram und Stefan Wacker und Muri Kamada, Jan Müller-Michaelis taucht ja auch überall auf. Stefanie Gänzwürger, Simone Kesserten, Michael Benrath, Malte Buchup, Rebecca Bertram, Claudia Marvisi. Ingame Graphics von Olga Andrejenko, Johanna Baumann, Gunnar Bergmann, Maurin Bricot, Kerstin Butzelan, Christian Kotz, Annalena Remme, Fabian Zobel, Rebecca Bertram, Sören Dirksen, ich komme leider gar nicht überhaupt nicht mehr hinterher, Niki Dresch, Hilfe, Stefan Wacker und hier natürlich wieder bekannte Namen, die vorbeifliegen. Der Soundtrack wie immer vom Periscope Studio von Adrian Koch, Caroline Schwarz, Finn Seliger und nochmal Finn Seliger und Thomas Höhl. Johannes Maguire war dabei und Finn Seliger und Siniger Kompart und Ingo Tuletz und Peter Aubin-Schied und Siniger Kompart und natürlich Jan Müller-Michaelis. Ingo Tuletz, Johannes Maguire, Peter Aubin-Schied, das kann ich doch alles unmöglich vorlesen jetzt in einer kurzen Zeit. Daniel Welbert, Marco Thiele, Ingo Tuletz, Olli Geilert, ja, Peter Weiß, Holger Löwenberg, Joscha Fischer Anze. Sebastian Schmidt hat die Quality Assurance geleitet und hat all diese Menschen hier unter seiner strengen Knute zusammengetrieben, auf dass sie das Spiel auf Herz und Nieren testen, was ja auch sehr gut gelungen ist, wie wir festgestellt haben. Die Spielequalität, dafür sind natürlich Enrico Ausborn, André Buna, Tobias Schulei, Matthias Dunkel, oh Gott, die Framerate springt, Sven Rosenkranz, Yvonne Tremel verantwortlich. Hier der Marketing, Carsten Fichelmann, Dominik Heidikus. Die Framerate springt gerade ein bisschen, ich habe Probleme, die Namen zu lesen. Marco Antik, Dominik Heinikus, Steffen Boos, Michael Benrath, Simone Kesterton, hallo Simönchen, Dominik Heinikius oder so, Alexander König von Destination Design, der die Webseiten immer macht für Delelik, habe ich schon gesehen, Jan Binsmeier, Thorsten Knebel, Ulrich Raub und einen besonderen Dank an Anne Baumann, Jan Binsmeier, Linda Breitlauch, Carsten Musemann, Eckler, Kerstin Groß, Kai Fiebig, Tamo Hinrichs, Nina Paul, Tom, Janocher, Tscherno, Jobate und Boah, auf jeden Fall auch an die Baufrauen und den kleinen Löwenmann, an Pokis Eltern, an Malte, Antje und Maren, an Puh und Erkan und der Typ am Nachtschalter von Pokis Tankstelle. So, Freunde, ich würde sagen, das war das Let's Play von Deponia. Allerdings, und ihr wisst es ja natürlich inzwischen bereits, natürlich nur vom ersten Teil. Und der zweite Teil, wenn man der Ankündigung glauben darf, eventuelle Verschiebungen müssen ja berücksichtigt werden. Der zweite Teil von Deponia erwartet uns dann im September. Und da werden wir uns hoffentlich auch gleich so gleich wieder, vielleicht sogar wieder ein bisschen früher, ich weiß es nicht, ich will nicht zu viel versprechen, auf jeden Fall werden wir uns da natürlich sofort bei Spielstart wieder den weiteren Heldentaten unseres Anti-Helden widmen und mal schauen, ob Deponia wirklich gerettet ist oder ob, zumindest müssen wir noch ein Klites ausschalten, das schmierige Würstchen und uns natürlich die Freundin zurückholen. So sieht's nämlich aus. So, Neustart, nein, Extras würde ich gerne mal was probieren.
Was haben wir denn hier an Extras? Intro, Harpunen-Action, Rufus ist verliebt. Golem bekommt Espresso, hier haben wir die ganzen Dinger nochmal. Kapitel 3, der Beamtenkreuzer, wir haben hier die ganzen Dinger, die ganzen Videosequenzen, Entschuldigung, die ganzen Dinger natürlich nicht. Wie komme ich denn jetzt dahin, wo ich gerade gerne hin möchte? Ich möchte mal neu starten. Ja, ich möchte gerne den Inventarmodus mit dem Super-Wow-Modus. Troggelbecher. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja. Ja, schon. Und der Dach. Nein, nicht jetzt stehen bleiben. Können wir da irgendwie, Young, können wir da irgendwie, also das muss doch, da ist doch jetzt, dass du ja da vielleicht mal, und das habe ich doch gerade noch gelesen. Einstellungen. Diese Einstellung benötigt bei Änderung einen Neustart des Spiels. So, Neustart. Hoffentlich reicht das. Troggelbecher. Troggelbecher, Troggelbecher oder Troggelbecher, Troggelbecher? Ich würde sagen, Troggelbecher, Troggelbecher. Troggelbecher. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das... Ja. Ja, schon. Und der ja. Dach werden. Ich ja. Auch. Mhm. Und wie? Mhm. Schau einfach. Vielleicht, du hast hier... Ach, komm, zeig einmal sehen. Ja, okay. Computer, das muss... Wer redet? Na du? Klug. Sie drückt, das sieht doch... Na dann, ein klar. Zuerst... Ja, eigentlich gar nichts. Wie man... Und, wenn du da... So, ich ja das... Das kennen wir ja schon. Können wir das überspringen? Ja, bitte. Ja, bitte, Troggelbecher. Troggelbecher? Troggelbecher Entertainment präsentiert... Droggelbecher, Droggelbecher, Droggel die Droggel die Droggel die Bech. War das Gezeter, Gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo Droggelbecher, Droggelbecher, Droggelde Becher, Droggelde Becher, Droggelde Becher, Droggelde Becher, die Becher, die Becher, die Bech. Becher, die Becher, die Bech. Droggelponia! Droggelbecher, Droggelbecher. Hallo, Freunde. Noch mehr Freunde. Becher? Müll. Was? Wie? Eigentlich sollte doch jetzt Kissen, Koffer, ich dachte jetzt kommt hier Droggelbecher, aber irgendwie scheint der Droggelbecher-Modus gar nicht so richtig, der scheint jetzt nicht so richtig angestartet zu haben. Ich wollte euch jetzt den schönen Droggelbecher-Modus zeigen und irgendwie... Ja, Droggelbecher-Modus, kann sein, dass es vielleicht daran liegt, dass ich hier noch die Vorab-Version installiert habe, die ich ja eine Woche vor Release zugeschickt bekam. Normalerweise haben wir jetzt hier einen schönen Droggelbecher-Modus, wo alles rumdroggelbechert, aber das könnt ihr euch vielleicht eventuell dann... Oder müsste ich die neue Version installieren? Ich weiß es gar nicht. Ist jetzt natürlich ein bisschen peinlich auch. Also auf jeden Fall stellt euch vor, hier steht überall Droggelbecher, Droggelbecher. Hier alte Droggelbecher zum Droggelbecherbereich. Und hier auch ein Droggelschweißgerät. Und hier auch eine Droggeldose. Ja, und dann wird hier natürlich Droggelponia gerettet. Und dann ist alles gut. Auf jeden Fall, das war das Let's Play zu Deponia. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet auch nur die Hälfte von dem Spaß, den ich hier hatte teilweise. Ich musste mich hier immer zurückhalten, dass ich nicht immer ins Mikrofon kichere. Ihr kennt das ja inzwischen. Und ich glaube, das funktioniert aber bei den Games von Delelic nicht immer so richtig. Das, müsste ich mir so einen Mute-Knopf einbauen. Aber ich werde immer genötigt, dann wirklich zu lachen. Und dann hänge ich hier im Hintergrund so wie dieser eine Hund damals in diesem Zeichentrickfilm, der immer so... Ne, mit so einer alten Raucherlunge oder sowas, die ich natürlich nicht habe, das wollte ich jetzt nochmal erwähnen, das sagt man so. Ja, auf jeden Fall in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in Bälde hoffentlich wieder bei dem nächsten Point-and-Click-Adventure. Edna bricht aus, wird wohl das nächste sein, das wir uns vornehmen,
Aber zwischendurch müssen wir jetzt einfach mal wieder ein bisschen Action reinbringen. Das tut mir leid, weil wir momentan Minecraft laufen haben. Dann natürlich Deponia jetzt die ganze Zeit laufen haben und Risen. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein bisschen wieder mal ein bisschen Schmackes dazwischen. Und danach geht es dann weiter mit Edna bricht aus. Und da werdet ihr euch sowieso die Haare raufen, weil das Ding schweineschwer ist. Und wenn ich das dann auch noch spiele, dann dauert das wahrscheinlich noch 5-mal so lange. Zumal ich wahrscheinlich alles mit allem anklicken muss, um auch wirklich jeden Spruch zu hören. Das heißt, es werden ungefähr 400 bis 3000 Folgen. Genau kann ich das noch nicht abwägen. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Game wieder. Und bis dahin, Tschüssikowski, hat mich wie immer sehr gefreut, mit euch zu zocken. Und ich drücke jetzt mal aufs Ende der Aufnahme und sage tschüss. Wimmer! Wimmer! So, jetzt aber tschüss!